Baden-Württemberg zukunftsfähig machen. Das ist die Domäne der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Hier treffen sich all jene, die nicht nur reden, sondern auch handeln wollen. Studierende, Professorinnen und Professoren, Verantwortliche aus den Unternehmen und der Politik. Ihr gemeinsames Ziel: konkrete Lösungen für die großen Themen unserer Zeit entwickeln. Gute Ideen in innovative Produkte umsetzen. Im Naturschutz und beim Klimawandel, in der Digitalisierung, bei der Alterung unserer Gesellschaft, in der Globalisierung. Hochschulen sind Problemlöser, überall im Land. Beispiel Mobilität. Um den Verkehr sicherer und bequemer zu machen, arbeiten Hochschulen und Industrie eng zusammen. In gemeinsamen Projekten wird gelehrt und geforscht, erprobt, verworfen, neu aufgebaut und schließlich umgesetzt. Alles dreht sich dabei um die beste, praktische Lösung für eine Aufgabe aus dem Alltag der Unternehmen. So entsteht Fortschritt für unsere ganze Gesellschaft. Die Studierenden erwerben sich Anwendungswissen, mit dem sie die Automobilindustrie nach vorn bringen. Und die Unternehmen füllen ihre Innovationspipeline mit Zukunftstechnologien. Vor einigen Jahren ging es noch um Assistenzsysteme für das Spurhalten oder Parken. Inzwischen können Fahrzeuge sogar Blaulichter oder Fußgänger eigenständig erkennen. Fortschritt braucht Unternehmergeist, Macher mit Weitblick, die Risiken eingehen. Aber ebenso die Akribie der Wissenschaft, ein verlässliches Teamwork und einen Schuss Fantasie. Dann sind kickende Roboter mehr als nur ein Tüftlerhobby. Künftig werden die Mensch-Maschinen Arbeiten verrichten, die unser Leben heute noch erschweren. Ein Segen etwa in der Pflege von älteren Menschen. Auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, die Erfahrung lehrt, dass etwa 20 Jahre vergehen, bis aus so einer Idee Wirklichkeit wird. Deshalb ist es wichtig, dass Hochschulen im ganzen Land schon heute an der Gesundheitsversorgung von morgen arbeiten. Das gilt auch beim Zukunftsthema Energie. In Deutschland ist die Energiewende politisches Programm. Weg von Erdöl und Kohle, weg von Atomstrom, hin zu erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wasser und Wind. Wirtschaft und Verbraucher sollen Energie effizienter nutzen und den Energieverbrauch senken. Die Hochschulen in Baden-Württemberg arbeiten daran. Im Zusammenspiel mit Unternehmen und Kommunen entwickeln sie Energielösungen der Zukunft. Dabei wird zum Beispiel aus einem Seekontainer ein Kleingebäude, das 365 Tage im Jahr ohne Stromnetz auskommt, dank Solarenergie und smarter Netztechnologie. Nebenbei machen die Hochschulen auch noch unser Bildungssystem durchlässig. Medizintechniker satteln hier ein Informatikstudium auf und Feinmechaniker studieren Elektrotechnik oder Maschinenbau. Dadurch werden Karrierewege geebnet, die es anders gar nicht gäbe. Das schafft sozialen Ausgleich und verdeutlicht, wie Bildung persönliche Chancen eröffnet. Es beginnt stets mit einem konkreten Projekt, gemeinsam mit den Unternehmen, mit Städten und Gemeinden, mit der Politik, mit allen, die unsere Gesellschaft voranbringen wollen. Hochschulen können die Welt verbessern.